Seid gegrüßt, meine Lieben. Weißt du eigentlich, wer dir in deinem Leben Kraft gibt? Oder wer dir wirklich zuhört? Oder wer dir Lebensfreude schenkt? Mit den Strahlen der aufhellenden Energie strahlt der Kosmos auf die Erde und lässt dich in einer Welle der Erkenntnis, der plötzlichen Erleuchtung spüren, was gut für dich ist. So hilft es dir, deine Ziele zu erreichen und du erkennst, welche Menschen dir gut tun und wie sich deine Wünsche und Träume erfüllen. Mit dieser Energie merkst du, welcher Mensch dir Kraft gibt, dir zuhört, dich versteht und wer dir Lebensfreude schenkt. Es ist sicher, dass in schwierigen Zeiten nicht immer das Geld entscheidend ist oder eine berufliche Position, was die Menschen schützt. Dann ist es gut zu wissen, dass es Menschen gibt, die zu einem stehen, die einem Mut machen, wenn es mal wieder scheinbar unüberwindbare Probleme gibt. Dann ist auch die Familie wichtig, die Freunde und manchmal auch verständnisvolle Kollegen. Vielleicht auch ein Nachbar, der zupacken kann, wenn du dich mit praktischen Schwierigkeiten herumplagst. Allein du musst entscheiden, welcher Mensch steht in schwierigen Zeiten an deiner Seite, gibt dir Kraft, hört dir zu und gibt dir Begeisterung und Lebensfreude. Irgendwann muss auch dir klar werden, wer dich verdient. Nicht einfach, ja, aber machbar. Denn du musst erkennen, auf welchen Menschen Verlass ist, so wie er sich auf dich verlassen kann. Und der Wegweiser ist folgendermaßen. Wer gibt dir Kraft? Dieser Mensch muss selbst über ein starkes Selbstbewusstsein verfügen, darf keine Zweifel über seine Verlässlichkeit aufkommen lassen. Und in seiner Nähe solltest du dich aufgehoben und geborgen fühlen. Dann, wer hört dir wirklich zu und versteht dich? Ein Mensch, nicht nur mit Mitgefühl, sondern auch mit Selbstsicherheit, Wissen und Kompetenz, damit du ihn als Freund auch ernst nehmen kannst. Und wer schenkt dir Lebensfreude? Ein Mensch, der dich mit seinen Ideen mitreißen kann und der in sich ruht. Ein Genussmensch, der selber voller Lebensfreude ist. Also, geh einmal tief in dein Inneres und erkenne, wer die guten Geister in deinem Leben sind. Dafür wünsche ich dir viel Erfolg. In Liebe, eure Deria.